Trip und war damals über 1000 Jahre eine wichtige Oasenstadt auf der Route der Weihrauchstraße. Weihrauch wurde immer wichtiger für viele der damaligen Herrscher. Es ist sehr wahrscheinlich, dass König Nabonid von Babylonien Jathrib aus Heima beherrschte, als er versuchte, diese Weihrauchroute zu kontrollieren. Erst mit dem Aufstieg des Islam wurde Medina zu einer religiös bedeutenden Stadt. Als der islamische Prophet Mohammed anfing, ein beliebter religiöser und militärischer Führer zu werden, zog er nach Medina. Von hier aus eroberte er den größten Teil der arabischen Halbinsel. Zu dieser Zeit lebten auch viele Juden in dieser Stadt. Mohammed war zunächst freundlich zu den Juden, aber später wandte er seine Truppen gegen sie. Medina wird als der Ort verehrt, an dem Mohammed die muslimische Gemeinde gründete und ist die Wiege der islamischen Kultur und Zivilisation. Historisch gesehen war Medinas Wirtschaft abhängig vom Verkauf von Datteln und anderen landwirtschaftlichen Gütern und Handel. Heute ist der religiöse Tourismus das, was Medinas Wirtschaft antreibt. Medina ist die zweiteiligste Stadt im Islam, nach Mekka, und zieht jährlich über 7 Millionen Besucher an. Die Moschee des Propheten ist die größte Moschee in der Stadt und hier ist Mohammed begraben. Sein Grab ist von außergewöhnlicher Bedeutung im Islam und die Menschen möchten es sehen. Wenn sie in Medina sind, beten die Menschen in Richtung Mohammeds Grab, nicht immer in Richtung Mekka. Es gibt aber auch andere bedeutende Moscheen in Medina, die von Touristen besucht werden. Der Islamtourismus hat das Wachstum dieser Stadt angekurbelt. Sie wird immer größer. Medina ist auch einfach eine normale Stadt. Die Menschen gehen ihrer Arbeit nach, erziehen ihre Kinder und leben ihr Leben. Sie möchten Zeit miteinander genießen. Aber nur wenige von ihnen kennen den Herrn Jesus Christus. Herr, habe Erbarmen mit ihnen. Ziehe sie in dein herrliches Reich des Lichts. Jesus verkündete die gute Nachricht. Jetzt ist die Zeit gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt. Bete für die Menschen von Medina, dass sie zu Jesus umkehren und an ihn glauben. Bete, dass der Herr sich offenbart durch Träume und Visionen den Bewohnern von Medina und auch den Pilgern, die Medina besuchen. Es gibt viele muslimische Pilger, die Gott von Herzen suchen durch den Islam, den einzigen Weg, den sie kennen. Bete, dass sie eine Begegnung mit Jesus oder mit Gläubigen an Jesus haben, damit sie erfahren, dass nur er der Weg zum Vater im Himmel ist. Es gibt noch mehr Videos auf YouTube Prayer Shorts.